Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online, denn Rockstar Games verschenkt aktuell wieder 1,2 Millionen Dollar und einen Nachtclub in GTA Online an besondere Spieler. Video geht los, viel Spaß dabei. Ja, Freunde, heute geht es mal wieder um krasse Geldgeschenke in GTA Online, denn aktuell verschenkt Rockstar Games wieder 1,2 Millionen Dollar und außerdem noch einen Nachtclub an zahlende Prime Gaming Nutzer. Aber Freunde, vielleicht habt ihr momentan sogar die Möglichkeit, kostenlos Prime Gaming Mitglied zu werden, nur ihr wisst es noch nicht. Später im Video dazu aber noch mehr, also schau es dir auf jeden Fall an, auch wenn du momentan noch kein Prime Gaming hast. Außerdem, wenn dir dieses schnelle News-Video heute auch gefällt, dann würde es mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt oder auch den Kanal abonnierst für die täglichen Videos rund um GTA Online und GTA 5. Jetzt würde ich aber auch sagen, lass uns keine Zeit mehr verlieren und direkt mit dem Video anfangen. Also wie gesagt, Rockstar Games verschenkt wieder Kohle, aber halt nur an Prime Gaming Nutzer. Alle anderen gehen leider leer aus, aber hey, Kopf hoch, bald wird Rockstar Games auch wieder jedem Spieler ohne irgendwelche Voraussetzungen Geld schenken, müssen wir halt nur noch ein bisschen drauf warten. Aber wenn ihr Prime Gaming habt, super, denn in der aktuellen Eventwoche schenkt euch Rockstar Games wieder 200.000 Dollar, wenn ihr an einem beliebigen Zeitpunkt diese Woche GTA Online spielt und außerdem bekommt ihr in der aktuellen Eventwoche wieder einen Nachtclub geschenkt, beziehungsweise könnt ihr ihn euch kostenlos kaufen. Das ist nämlich der Nachtclub in Vespucci. Bild davon siehst du aber auch gerade im Hintergrund. Und damit nicht genug. Nein, die Prime Gaming Nutzer bekommen außerdem noch den Deluxo mit einem 60%igen Rabatt. Der kostet dann bloß nur noch 1,88 Millionen Dollar im Normalpreis und ist somit für seine Performance und seine Nutzen wirklich praktisch geschenkt. Also gönnt euch echt alle mal den Deluxo, weil er wirklich ein sehr, sehr spaßiges Fahrzeug ist und was zudem auch noch super sinnvoll für GTA Online ist, besonders wenn man im Freeroam zum Beispiel Missionen spielt. Denn ihr wisst es ja bestimmt, der Wagen kann einerseits wie ein Auto fahren, aber er kann auch wie ein Flugzeug fliegen und hat zudem noch eine echt starke Bewaffnung. Aber jetzt kommen wir natürlich zum Highlight dieser Woche, denn alle neuen Prime Gaming Nutzer, die ihre Konten bei Amazon und im Rockstar Games Social Club verknüpfen, erhalten einen einmaligen Bonus in Höhe von 1 Million Dollar. Falls ihr vorher schon euer Twitch-Konto verknüpft hatte, dann müsst ihr eure Vorteile bei Prime Gaming erneut abholen, um auch Zugriff auf zukünftige Vorteile zu haben. Wie das funktioniert, erfährst du aber in der Videobeschreibung, nämlich auf dem Newswire-Artikel von Rockstar Games. Da gibt es nochmal einen Link, wo du weitere Informationen dazu findest. So, aber jetzt nochmal zu der Sache zum Anfang. Vielleicht seid ihr ja sogar berechtigt, kostenlos Prime Gaming zu nutzen, nur ihr wisst es noch nicht. Denn jeder Amazon Prime-Nutzer, der kann sich kostenlos für Prime Gaming registrieren. Ich bin zum Beispiel Student und habe deswegen ein Jahr lang kostenloses Amazon Prime und danach kostet es mich nur die Hälfte. Das bedeutet, ich habe sowieso Amazon Prime, also super, ich kann mich kostenlos für Prime Gaming registrieren. Oder vielleicht haben ja auch eure Eltern Amazon Prime oder vielleicht hat euer Bruder oder eure große Schwester Amazon Prime oder vielleicht auch euer Cousin oder ganz vielleicht sogar eure Oma. Ganz egal wer, wenn einer aus eurer Familie oder eurem Freundeskreis Amazon Prime habt, dann könnt ihr euch über diesen Account für Prime Gaming registrieren und dann bekommt ihr auch diese 1,2 Millionen Dollar geschenkt und in Zukunft bekommt ihr dann natürlich auch noch alle anderen Angebote von Prime Gaming. Aber hier muss man auch wichtig nochmal dazu sagen, das funktioniert nur einmal. Das bedeutet, wenn jetzt euer Bruder zum Beispiel Amazon Prime habt, aber der sich schon für Prime Gaming registriert hat, dann funktioniert das nicht nochmal für euer Konto. Das geht also nur einmal, wie gesagt. Deswegen vielleicht perfekt bei den Eltern, weil eure Eltern werden wahrscheinlich kein Prime Gaming haben. Und hier noch ein kleiner Hinweis. Letztens hat mich einer gefragt, ob das auch mit Prime Video funktioniert. Nein, das funktioniert nicht. Ihr braucht unbedingt eine Amazon Prime Mitgliedschaft. Es gibt ja auch, wie gesagt, diese kleine Prime Video Mitgliedschaft, wo man nur dann Prime Video benutzen kann. Aber mit der funktioniert das allerdings nicht, sondern nur mit Amazon Prime. Aber gut, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Hat dir das Video gefallen, dann schreib mir das doch gerne unten in die Kommentare oder abonniere auch den Kanal für die täglichen Videos rund um GTA 5 und GTA 5 Online. Ja, bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.